Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge City Skylines. Ja, ich habe das Spiel jetzt erstmal pausiert, weil ich noch eins ganz wichtig machen wollte. Etwas Wichtiges machen wollte. So, und zwar der liebe Dosh LP, der braucht natürlich auch noch ein Gebäude, ne? Dosh LPs Reisebüro, ne? Der ist ja auch gerade in Teneriffa und deswegen kriegt er jetzt hier auch ein Reisebüro. So, erstmal Enter, genau. So. Das war das. Ansonsten natürlich fehlt da noch einer. Warte mal, wo waren wir? Hier. Nee, da waren wir. Da, genau. Das Taguns Redstone-Schule. Bakermans Wacht. Die Polizeiwache. Dann hier Dr. Tribolo. Und hier, wo ich jetzt nicht draufklicken kann, Amiga Links Wache. Genau. So, und hier kriegt der gute Biber Butzemann noch seine Residenz. Wieder Enter nicht vergessen. Und der liebe Olli kriegt noch hier der Olli Haus. Ja, gut. Der Olli Haus. Der kriegt noch hier sowas. Gut. Bisher konnte ich leider noch nicht auf irgendwelche Kommentare drauf eingehen, weil das ist jetzt die vierte Aufnahme, die ich, also die vierte Folge, die ich jetzt in Reihe aufnehme, also direkt hintereinander. Also jetzt nicht böse sein, wenn ihr noch nicht dran seid, aber kommt noch, kommt noch. Meine Zigarette ist schon wieder aus. Ha. So. Wollen wir doch mal gucken, dass hinten das Gewerbegebiet oder das Office-Gebiet, dass das jetzt auch noch wächst und gedeiht. So, wie gesagt, die Verschmutzung, die müsste jetzt dann demnächst dann auch wieder verschwinden. Wir haben da hinten einen Park, wir haben eine Feuerwache, Polizei haben wir jetzt gar nichts. Das ist Feuer, Polizei, nee, da haben wir noch gar nichts. Würde ich auch sagen, dass wir das da oben an die Hauptstraße machen. Hier hin. So. Jetzt sind die Leute auch glücklich. Bildung brauchen wir hier keine. Busse. Oh. Da hört die Linie auf. Das ist nicht so gut. So, warte mal. Doch. Busse. Busse. Nein, ich möchte... Komm, machen wir das da. So, wo bist denn du eigentlich hingegangen? Ach so, du bist darüber. Das ist natürlich ein bisschen doof. Dann müssen wir die mal versetzen. Und zwar dahin. Geht nicht? Okay. Okay, machen wir die erstmal weg. So, weg. Weg. So, dann machen wir... Zum Hinzufügen ziehen, ne? Hallo, ich möchte hier eine haben. Da geht's, aber da nicht. Ach, weil die noch da ist? Die machen wir dann weg. So, kriegen wir es jetzt gezogen? Boah, Mann, ey. Machen wir hier noch eine hin. Und... Das geht immer noch nicht. Ach, das ist eine Einbahnstraße. Klar, dann geht's natürlich auch nicht. Warte mal. Die nochmal weg. Dann kommt da eine hin. Dann geht es hier nochmal rum. Ja. Machen wir hier noch eine hin. Nee. Doch, hier machen wir noch eine hin. Und hier. So, und dann hätten wir hier wieder den Kreis geschlossen. Ja, genau. So, da hinten ist natürlich auch noch nichts. Deswegen würde ich... Ah, das habe ich jetzt ein bisschen doof gemacht mit den Einbahnstraßen. Aber es bringt ja sonst nichts. Nichts. Warte mal. Mama. Neue Halte... Nein. Neue Haltelinie. Dann Mama... Hier.
Hier. Da. Hier. Und ich würde sagen, hier und hier. Achso, hier kommen wir gar nicht. Und dann hier. So, genau. Dann hätten wir hier hinten den Quadranten noch abgedeckt. Und hier sind noch gar keine Busse. Da bräuchte man auf jeden Fall noch ein paar. So, okay, gut. Dann machen wir das so. Hier kommt auf jeden Fall eine hin. Achso, das geht in die Richtung. Gut, dann hier. 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 Könnten wir hier eigentlich... Ja, machen wir das so. Gehen wir dann hier einmal rum. Achso, hier geht es gar nicht. Aber hier. Und hier. Ja, hier geht's auch. Dann versuchen wir es mal hier über den Kreisel. Gehen dann hier wieder rein. Da noch hin. Dahin. Und dann hier wieder hin. So, dann hätten wir hier schon mal eine. Ja, doch. Das wird schon. Das wird schon. Einen Umschlagplatz bräuchten wir wahrscheinlich noch. Probieren wir es mal hier. Neue Linie. Ah, das geht bloß hier runter. Okay. Dann... Da eine hin. Da eine hin. Da eine hin. Machen wir erstmal den großen Kreis. So. Ja, komm, machen wir da gegenüber. So, dann hier rein. Hier rein. Dahin. Ach, über die Autobahn will er nicht. Doch, geht doch, oder? Haltestelle hinzufügen. Hä? Okay. Ne, die muss weg. Oh gut, dann geht's eben hier wieder zurück. Da lang. Da lang. Da lang. Ne, machen wir dann erstmal hier. So. Dann hätten wir die auch geschlossen. Und ja, jetzt müssen wir bloß noch von hier, von der rechten Seite auf die linke Seite kommen. Aber das müssen wir dann auch über den Kreisel kriegen. Haben wir hier noch eine? Da noch eine? Hallo? Ich hätte gerne eine neue Linie. So, da. 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 Über die Autobahn geht er tatsächlich nicht. Na? Okay, gut. Dann geht er eben nicht über die Autobahn. Warum auch immer. Aber wir haben ja hier noch einen Kreisel. So. Da einen hin. Da einen hin. Dann werden wir hier hingehen. Dann haben wir hier was. Ja, gehen wir hier runter. Hier hin. Dahin. Und jetzt. Achso, warte mal. Hier könnte man noch den Abstecher machen. Und das ist Musik in meinen Ohren, wenn die Häuser dann sich updaten, upgraden. So, dahin. Hm. Können wir eigentlich hier hingehen. So, und jetzt wieder zurück geht nicht. Doch, hier geht's. So, und dann, wo müssen wir hin? Da. So, wunderbar. Ja, könnten wir aber hier noch eine Bushaltestelle hinmachen. So, jetzt hätten wir das hier auch. Sehr gut. Hätten wir hier Buslinien, Buslinien, Buslinien. Wegen U-Bahn müsste ich mir auch noch Gedanken machen. Aber da will ich, ja, komischerweise geht's hier über die Autobahn, ne? Hm, seltsam. Ah ja, wahrscheinlich, weil es hier schallisoliert ist, sind die Busse nicht schnell genug. Wobei, Busse dürfen doch über die Autobahn. Naja. Okay, lassen wir das erstmal so. Wir haben jetzt, oh, schon wieder eine hohe Nachfrage an Gewerbegebiet.
Meine Güte. Habt ihr echt so viel Nachfrage? Tatsache. Wie? Zwei überqualifizierte Arbeiter. Hm. Ja gut, dann müssen wir nach da hinten expandieren. Wir haben jetzt im Moment 194.000. Steigend. Machen wir hier mal so ein Kreuz hin. So. Ein Autobahnkreuz. Nein, ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir echt gedacht. Ja, okay, dann müssen wir das hier versetzen. Gut, das wird dann auch wieder eine größere Aktion. Ja, doch. Das versetze mal. Das hat mir eh nicht gefallen. So, erstmal weg damit. Ah, bis ungefähr hier hin, ja. Na? Ah, das klappt so nicht. So, zack, zack, zack. Da haben wir die Uni. Gut. Dann kommst du. Warte mal, ich muss dich erstmal ein bisschen drehen. So. Kommst du dahin? So, dann wärst du erstmal nochmal verbunden. Und zwar mit diesen. So. Und du auch nochmal. Na. Nee, das gefällt mir so nicht. Das gefällt mir so nicht. So. Ja, so schon eher. Gut. Jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, dass es hier in die falsche Richtung geht. Aber haben wir jetzt auch wieder gelöst. So, dann machen wir hier noch ein Dreieck hin. Das müssen wir aber auch nochmal drehen. Na, komm. Bist du. Na? Nicht ganz. So. So bist du gedreht, ja. Na. Ich hätte es vielleicht vorher mal abreißen müssen. Und hier müssen wir dann auch gucken, dass wir noch die Autobahn ein bisschen höher bekommen, damit die nicht mehr unter Wasser steht. So. Na? Hallo? Lass dich doch mal richtig drehen. So. Dann kommst du dahin. Nee, kommst du nicht. Ach, verdammt. Oh. Da hätte ich ein bisschen aufpassen können. Ja, es tut mir leid. So, weg, weg, weg. So, muss ich hier noch ein bisschen mehr wegmachen. So, okay. Dann noch einmal. So, dann kommst du da hin, ja. Das sieht doch schon mal besser aus. So, das weg. Dann müssen wir hier noch die Autobahn ein bisschen versetzen. Eieieiei. Ja gut, hier hätten wir es eh nochmal abreißen müssen. Einfach, um zu gucken, dass man die Autobahn dann auch ein bisschen höher bekommt. Nein, weg mit dir. So, machen wir so. Ne, machen wir so. Geht es schon hoch? Es geht hoch. Kein Bau auf Wasser möglich hier, ich weiß. Deswegen will ich es ja hoch machen. So. Passt doch. Und dann hier nochmal. Bild hoch.
Haben wir auch hier. Und dann hier. Zack. Wunderbar. So. Nochmal die Richtung ändern. Zack. Wunderbar. Das gefällt mir hier wahrscheinlich auch nicht. Die könnten wir fast lassen. Das die noch nicht. Mein Gott. Ja, gut. Das wird dann so hinhauen, denke ich. So, ja. So, gut. Dann natürlich auch hier nochmal die andere Richtung machen. Das finde ich ein bisschen doof gemacht. Ja gut, aber was willst du machen, ne? So. Hier passt es. Und dann eben hier noch verbinden. Verbinden. So, hier können wir es auch richtig machen. So. Wunderbar. Oh, und jetzt könnte man die noch damit verbinden. So, gehen wir mal eins runter. Geht's noch eins runter? So. Das passt. Ja, hier, das Stück passt jetzt nicht so. So, und jetzt wieder runter. Runter, habe ich gesagt. Ah, verdammt, das ist zu lang geworden. So, okay. Runter. Machen wir es bis dahin. Ja, okay. Und dann bis dahin und hier verbinden. Ah. Was habe ich denn eigentlich für eine Strecke aus? Ja, toll. Okay. So, zack. Zack. Ja, ist ein bisschen unsymmetrisch, aber finde ich okay. Finde ich okay. Gut. Jetzt natürlich noch hier die Straße dann verbessern. Ja. Ah, okay, so geht es. Also wenn ihr Straßen verbessern wollt das ist ein Tunnel, dann einfach hier Bild hoch, Bild runter. Dann kriegt ihr auch die unteren Straßen. Gut, jetzt sind die miteinander verbunden. Das sieht schon wüst aus, ne? Aber mir gefällt's. Hat was, hat definitiv was. Also das mit den Tunnels ist gar nicht mal so verkehrt. Kann man so lassen. So, dann könnten wir da hinten noch ein bisschen Wohngebiet erschließen und ein bisschen Gewerbegebiet. Wobei, wir könnten, warte mal. Nee, haben wir nicht, schade. Wisst ihr was? Wir machen hier einfach noch Gewerbegebiet raus, weil hier sind eh noch ein paar Leute, die nicht so glücklich sind. So. Na. So, dann machen wir das hier. Du kommst auch noch dazu. Du auch noch. Du. Ah, und das Eck da hinten auch noch. Gut. Achso, warte mal. Das machen wir wieder weg. Wobei, nee, komm, das können wir auch komplett machen. So. Bis hierhin. Und da oben haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen. Da könnte man eigentlich auch noch so Bürogebiet rausbauen. So. Ja, wunderbar.
Da haben wir auch noch genug. Mein Gott. So, komm. Komplett. Bis hierhin. Ja. Wunderbar. Achso, warte mal. So. Und hier würde ich auch gerne noch ein bisschen, hier, davon machen. Machen wir erstmal das weg. So. Ja. Und dann hier dicht besiedeltes Wohngebiet. So, und da hinten natürlich auch. So, da haben wir das auch. Ja, komm, hier machen wir das auch. So, Rechtsklick kann man das dann, ohne das andere Werkzeug auszuwählen, dann desonen, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe immer noch keinen deutschen Ausdruck dafür gefunden. Erschließen? Nee, eigentlich nicht. Ne? Ausweisen? Ausweisen, ja, das könnte man eigentlich so sagen. Ausweisen ist natürlich dann hier, na? Genau. Und hier entweisen. Nee, das klingt auch blöd. Das klingt irgendwie doof. So. Das dann noch. Oh, da habe ich noch einen Zipfel vergessen gehabt. Ja, das reicht dann auch erst einmal, würde ich sagen. Für das hier. Was ist denn hier los? Was für ein Problem hast denn du? Nicht genügend Kunden, okay, ja gut. Da kann ich leider nichts dran ändern. Da kommt es eben drauf an, was ihr verkauft. So, lassen wir es mal weiterlaufen. Aber ist natürlich klar, dass jetzt erstmal die ganzen Einwohner verschwinden. Aber dafür kommen ja neue dazu. Alter, minus 700. Das ist schon was. So, das Gewerbegebiet, das wird dann auch weiter erschlossen. Sehr gut. Warte mal, hier unten hatten wir das noch, oder? Warum bist denn du jetzt schon wieder verlassen? Weg. So, schauen wir mal. Ja, du bist die Zone, okay. Ja, das Wohngebiet. Ja, komm, es kommen ja schon wieder Leute dazu. Mein Gott. Und wenn wir da mal eine große Stadt haben, also, warte mal, was haben wir jetzt im Moment? Nee, großartige Stadt kriegen wir erst ab 22.000. Einzigartige Gebäude. Ja genau, Arc der Triumph. Es darf gefeiert werden. Der Triumphbogen ist ein tolles Wahrzeichen, das jede Stadt verschönert. Bauen Sie es und die Touristen werden kommen. 15.000 Kinder in Grundschulen. Oh, das wird noch ein bisschen dauern. 10.000 ganze Leben in der Stadt gelebt, ja. Das ist dann eben, wenn die Leute hier sterben und sowas. Industriegebiet mit 30.000 Quadraten. Haben wir nur 947. Füllen Sie 7 Instanzen von Friedhöfen. Boah. Mal gucken. Freiheitsstatue. Will ich nicht haben. Will ich absolut nicht haben. Muss nicht sein. So, was wollen die jetzt? Ach, die wollen jetzt hier sowas. Okay. Machen wir es doch mal so, dass wir hier noch das, wie heißt es, Gewerbegebiet. Das machen wir jetzt erstmal wieder weg. Und machen dann hier ein dicht besiedeltes hin. Genauso wie hier. Ja doch, das Eck kann man dann auch noch machen. So. Ja komm, hier kriegen wir auch noch das Quadrat voll. So, und hier auch. Bis hierhin. So. Könnten wir eigentlich bis hierhin gehen. So, lass mal weiterlaufen. Mal gucken, wie es sich auswirkt. Ja, bisher ganz gut. Die Nachfrage schrumpft. Sehr schön. Ah, bis man da das richtige Balance hingefunden hat, ich glaube, das dauert ewig.
Ich meine, im Prinzip ist ja mit so einer Stadt nie fertig, ne? So. Ja, gut. Aber ich würde dann trotzdem mal sagen, wir können dann da hinten noch ein neues Gebiet erschließen. Zwei sogar. Schau mal an. Machen wir hier auch noch ein Kreuz hin. Demnächst. Das können wir eigentlich gleich machen. Pause. Dann machen wir hier auch noch ein Kreuz hin. Ja, komm. Das da weg, das da weg. Na. Jetzt treffe ich die Straße nicht mal. Was mich bloß ein bisschen, ja, ankotzt, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber was mich eben ein bisschen stört, ist, dass man, wenn man da so ein schönes Kreuz jetzt bekommt, hier, so eins, dass da die Straßen ein bisschen enger sind als, oh nee, oder? Dass da die Straßen ein bisschen enger sind als, die Autobahnen, die normalerweise auf der Map sind. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das jetzt von einem User gemacht wurde, das Kreuz, oder ob das jetzt direkt vom Spiel kommt. Kann ich noch nicht mal sagen. Also machst du einen falschen Klick und schon sitzt es. Zack, gut. Du noch weg. So, jetzt aber richtig. Machen wir es so. Ja. Nee, noch ein bisschen. Ja. Warte. Müssen die noch weg? Die könnte man eigentlich auch noch ein bisschen enger setzen. Machen wir auch direkt. So, das ist da weg. Gut, und dann jetzt hier das Kreuz. Ja, noch ein bisschen gerader. So. Ja, da braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl. So, und dann noch ein bisschen. Komm. Nein, das war zu viel. Oh, hier. So, genau. Zack. Hält mir das schon mal. Oh, das war eine schwere Geburt. Mein lieber Mann. Dann Autobahn. Nehmen wir die. Nicht verbessern, sondern hier. Hier runter. Hallo, was soll denn das jetzt? So. Ach so, okay. Und so. Gut, machen wir das gleiche nochmal hier runter. Na. Und dann hier da drauf. So. Ja, wie sieht das aus? Ja, es geht. Es geht. Also hier das Eck, das gefällt mir gar nicht. Der Knick. Aber warum gehen die jetzt in die gleiche Richtung? Achso, okay, gut, ja. So. Warte mal. Nee, das würde ich gerne nochmal versuchen. Ob man das denn schöner machen kann. So, zack. Und. Nee, so nicht. Ort bereits belegt. Hat bereits belegt. Oh Mann, eh. Dann haust du eben nochmal ab. Mein Gott. So, so. Zack, wunderbar. Und dann hier eben nochmal. Machen wir aber gerade. Gefälle zu steil. Oh, war ja klar. So, runter. So, wunderbar. Wunderbar.
Als die noch miteinander verbinden. So, warte mal, du gehst in die Richtung, du auch, okay. Das heißt, du gehst darüber. Und du gehst darüber. Hm. Machen wir aber nochmal einen kleinen Schwenk. So, zack. Zack. Ja, das war zu viel. Das war zu viel. Wie sieht's hier aus? Ist schon wieder so ein kleiner Knick. Ah ja, okay. Lass mal den erst mal. So, und du gehst in... Ja, du gehst in die Richtung. Okay. Das heißt... So und so. Und du von da nach da. Haben wir auch wieder so einen kleinen Knick drin. Naja. Ja, bis man hier die ganze Autobahn richtig hat. Hier das Teilstück könnte man eigentlich nochmal löschen und nochmal neu machen. Hm. Machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ihr seht, ne, also die Stadt, die wächst und gedeiht ohne Ende. Was ich jetzt aber noch als letzte Tat mache, ist hier diese Straße löschen. Weil die gefällt mir so überhaupt nicht. So, gut, passt. Wunderbar. Was ist denn hier los? Okay. Dann setzen wir hier nochmal eine Polizei. Fertig. So, da freuen sich auch die Leute. Gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Und ihr seht, auch hier ist die Umweltverschmutzung weg. Sehr gut. Gut. Ja. Noch einmal, vielen Dank fürs Zusehen. Gehabt euch wohl, haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.